Klingon Essentials und ob du sie wirklich brauchst. In einer Welt, wo ein TikTok-Trend den anderen jagt, bin ich es, die euch die ehrliche Meinung geben wird, ob ihr denn etwas braucht oder nicht. Wir fangen direkt mit dem Stanley Cup an. Ich war sehr, sehr skeptisch. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe den jetzt aber in 2 Farben und ich habe den auch einmal schon verschenkt. Ich habe den noch einmal für euch gekauft. Ich werde den wieder verschenken. Falls ihr das nicht verpassen wollt, geht einfach auf Insta. Wenn ich das Ding benutze, dann trinke ich viel mehr Wasser. Das ist das, was ich gemerkt habe, weil es ist halt einfach cute. Es ist süß. Man kann einfach mal hier so einfach Wasser trinken. Es ist auch viel länger gekühlt, weil das so ein Kühlsystem, Thermoskanne. Und das Getränk ist einfach viel kühler. Aber braucht man 40 Euro dafür ausgeben, dass man mehr Wasser trinkt? Auf gar keinen Fall. Wenn ihr euch das aber kaufen wollt und ihr wisst, ihr habt ein ganz, ganz großes Problem, Wasser zu trinken, dann würde ich euch das empfehlen, weil durch den hier trinke ich auf jeden Fall mehr Wasser. Nummer 2, Kaya Cosmetics. Ich liebe Kaya Cosmetics, aber einige Produkte von denen feiere ich gar nicht, weil sie aber nicht an mir funktionieren. Und da muss man einfach mal zu sich selbst ehrlich sein. Nicht jedes Produkt wird an einem funktionieren. Und deswegen finde ich das so schlimm, wenn man direkt eine Brand abtut oder sagt, boah, die ist schlecht, nur weil ein Produkt oder eine gewisse Range an Produkten an einem nicht funktioniert. Also das hat nicht nur was mit Kaya zu tun, sondern auch andere Brands. Da funktionieren einfach die Produkte bei mir nicht. Aber das hat eher was damit zu tun, dass das nicht meinen Bedürfnissen passt, als dass das Produkt schlecht ist. Was ich euch aber auf jeden Fall von Kaya empfehlen kann, ist diese Palette hier. Das ist die Light to Medium Classy Summer. Das ist so eine Face-Palette. Da gibt es Contouring, Bronzing und dann diesen Ton. Der ist geisteskrank, vor allem in Kombination mit diesem Blush hier. Irgendwie bin ich in letzter Zeit extremer Fan von Puder-Blushes geworden. Das ist Kaya Glow Blush in Peach Sorbet. Ich verwende die beiden wirklich die ganze Zeit plus ihren Augenbrauenstift. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe den meiner Freundin gegeben. Auf jeden Fall der Augenbrauenstift. Ich werde euch mal ein Bild einblenden. Der ist diese Dinger hier. Ich glaube, man sieht sie überall im Internet. Ich bin ehrlich, ja. Ja, ja, ja. Ich werde euch alle Produkte, by the way, in meine Bio, in diese Beschreibung verlinken. Und diese Clip-Teile hier, die halten einfach eure Haare weg. Ihr könnt euch in Ruhe schminken und es ist so entspannt. Bitte ja zu diesen hier. Next one. Longchamp. Ja oder nein? Ein ganz klares Ja. Wir brauchen uns gar nicht. Nein, ich mache euch nichts vor. Das ist die Tasche, die ich am meisten benutze. Ich nehme sie immer mit an Flughafen, weil sie ist riesig. Da passt viel rein und ich kann legit meine Katze, die liegt hier hinter mir, direkt wirklich hinter mir. Die kann ich da reintun und mitnehmen. Ich liebe diese Größe. Das ist die Größe M. Wenn ihr das für die Schule mitnehmen wollt, ich weiß nicht, ob diese Strands so gut sind, einfach für eure Schultern. Nur so als Gedanke, falls ihr das zu einer Schulbag machen wollt, würde ich vielleicht nicht machen, weil fürs tägliche Tragen, da ist einfach zu wenig Support an dieser Seite. Aber für alles andere, so im Alltag, wenn ihr so eine Jacke oder so mitnehmen wollt und ihr wollt die einfach da reinpacken, super. Ich liebe liebe die hier und ich werde euch das exakte Modell auch hier in die Beschreibung packen. Also Sol de Janeiro hat Öl. Die haben diese Duftsprays, von denen habe ich auch ganz, ganz viele. Und die haben diese Creme hier. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet als Anfänger, was soll ich als erstes kaufen? Ganz klar die Creme. Ich wünschte wirklich, ihr könntet riechen, was ich hier, oh mein Gott. Voll viele hassen diesen Geruch mittlerweile, aber sorry, der wird für immer lecker sein. Es ist mir egal, wie viele Leute den tragen. Oh Gott, der ist einfach so lecker. Ich würde euch die Creme empfehlen, weil bei mir hält diese Creme einfach sehr, sehr lange. Und ich finde, der Duft, da muss man relativ viel nachsprühen. Da will ich auch ganz ehrlich zu euch sein. Ich glaube, das hier ist ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als das hier. Glow Recipe, das sind diese Watermelon Glow Drops. Sehr, sehr cute, aber nicht zu empfehlen für empfindliche Haut. Also bei empfindlicher Haut, da ist zu viel Parfüm und zu viel Farbstoffe drin. Also nicht in jedem Produkt, aber einige Produkte von denen. Und je nachdem, wie empfindlich eure Haut ist, würde ich euch das nicht empfehlen. Ich bin jetzt nicht so empfindlich, deswegen fand ich das hier sehr cute. Was aber genauso gut ist, wenn ich sogar Flächen Ticken besser, ist dieses Caudalie hier. Die zwei machen eigentlich fast das gleiche von der Feuchtigkeitsebene. Natürlich hat das andere Stoffe und das andere Stoffe in sich. Da müsst ihr euch einfach nur einlesen, was für euch besser ist. Funktioniert beides bei mir sehr, sehr gut. Das habe ich fast aufgebraucht. Da ist noch eine Menge drin. Verwende ich aber auch schon sehr, sehr viel. Aber ja, das kriegt man irgendwie nicht leer. Das nächste sind die Rode Lippies. Ich habe aber auch noch Summer Fridays. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die von Rode
ästhetischer und cuter. Aber der von Summer Fridays, der ist ein bisschen besser, was das Tragegefühl angeht. Aber ich benutze die von Rode ein bisschen mehr. Es ist wirklich ein ganz, ganz minimaler Unterschied. Der ist minimal besser. Ich glaube, man kriegt da auch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Es sieht aber auch super, super cute aus. Aber ich feiere auch meine Rode Lippies. Die sind auch super cute. Ich habe nur bei Rode das Gefühl, dass ich es öfter auftragen muss als bei Summer Fridays. Deswegen diese Art von Bewertung. Sonst sind die sehr, sehr ähnlich. Nächstes Clean Girl Aesthetic Thing. Diese Chanel Handcreme. Das ist diese OG Handcreme und ich benutze sie gerne. Sie ist auch sehr, sehr gut. Na, habe ich die schon leer gekriegt? Seht ihr? Die ist sehr weich, macht dir die Haut sehr feuchtigkeitspflegend. Man braucht wirklich nicht viel. Braucht ein bisschen, bis man das Ding hier leer kriegt. Und ich liebe den Duft. Der Duft ist so zurückhaltend schön. Aber to be honest, braucht ihr das? Nein, es gibt deutlich krassere Handcreme. Aber ich fand das einfach cute und ich fand das süß. Ja, deswegen habe ich es auch geschenkt bekommen. Next one, YSL Lipstick. Der ist ja nicht wegzudenken. Ungefähr so sieht er aus. Ich trage euch das mal auf. Man braucht wirklich von dem auch nicht viel. Der ist butterweich. Wirklich so... Als würde man einen Marshmallow küssen. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Also für mich eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Aber ich stehe halt auch total auf Lippenprodukte. Da ist es mir eigentlich auch egal, wie viel die kosten. Deswegen ja. Aber es gibt natürlich Lippenstifte, die ungefähr den gleichen Feel haben. Falls ihr dazu einen Dupe habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben für Leute, die das interessiert. Aber ich habe noch keinen Dupe gefunden. Deswegen finde ich den so ein bisschen einzigartig und gut. Okay, that's it von meinen Clean Girl, Soft Girl, Must Have. Produkten, wie ich sie finde, was ich gut an ihnen finde. Und ja, falls ihr ein paar zwei sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr ein Produkt habt, wo ihr sagt, Lara, was hältst du von dem Produkt? Dann schreibt es mir auch in die Kommentare und dann packe ich das ins nächste Video mit rein. Dann sehen wir uns einfach nächste Woche. Bye, bye!